Gute, und wieder gibt es einen Burger, und zwar einen richtig guten Parmesan-Burger mit Cebu-Fleisch. Liebe Leute, wie ich diesen hervorragenden Parmesan-Burger gemacht habe, das wisst ihr ganz genau, das seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Es ist mal wieder Zeit für ein bisschen Burgerliebe, denn heute machen wir einen wunderschönen Parmesan-Burger und wir legen auch gleich schon los, und zwar mit unseren Patties. Die habe ich diesmal nicht selber geformt und gewolft, sondern die habe ich bekommen, und zwar von Taste Scout. Und das sind Patties vom Zwerg-Cebu. Ihr könnt euch erinnern, ich habe schon mal einen Tomahawk vom Zwerg-Cebu gemacht, das verlinke ich euch mal da oben. Heute gibt es einen Burger davon. Wo man das Fleisch herbekommt, das steht unten in der Infobox, liebe Leute. Das ist da ganz genau, könnt ihr mal vorbeischauen, könnt ihr mal gucken. Das Cebu-Fleisch habe ich jetzt ein klein wenig gesalzen und jetzt wird es direkt über den Kohlen richtig schön scharf angegrillt. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid und nach der ersten Minute jetzt schon denkt, das ist richtig gut, was der dicke Onkel da bei YouTube macht, dann würde ich mich tierisch über ein Abonnement freuen, einen schicken netten Daumen nach oben, vielleicht drückt er ja noch die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt, und vielleicht hinterlasst ihr mir auch noch einen Kommentar. Und dafür vielen, vielen Dank, ganz viel Liebe geht raus. Unsere Patties sind jetzt von beiden Seiten schön angegrillt und jetzt kommen sie in den indirekten Bereich, da können sie jetzt gar ziehen auf den Gargrad, den ihr gerne hättet. Und es ist eine gute Gelegenheit, unsere Patties mit Parmesan zu bestreuen. Was ihr jetzt für einen Parmesan nehmt, das ist mir persönlich völlig Latte, ob ihr den selber reibt, ob ihr den gerieben kauft, ob ihr da irgendeinen aus irgendeinem Dorf kauft, ist mir egal. Hauptsache es ist wunderschöner Parmesan. Und was ganz wichtig ist, macht ordentlich was drauf. Denn zu wenig Parmesan ist zu wenig Parmesan. Ganz einfach. Dann schließen wir jetzt den Deckel und können schon mal zum Tisch laufen. Denn da wartet ein wunderschönes Vollkorn-Burger-Bun auf mich. Das habe ich natürlich gekauft, denn das hat mich im Supermarkt so angelacht. Da habe ich mir gedacht, das musst du mitnehmen. Heutzutage gibt es ja richtig, richtig gute Burger-Buns zu kaufen, wenn man so ein faules Stück ist wie ich und nur alle Schaltjahre mal seine Buns selber backt. Vor 10 Jahren, da war das ja noch ganz anders, da gab es nur diese trockenen, ekligen Burger-Buns, die konntest du ja nicht essen, das ging gar nicht. Ja, aber heutzutage, wie gesagt, gibt es richtig gute Alternativen. Das Burger-Bun, das grill ich jetzt ein klein wenig an, so dass die Oberfläche ein klein wenig karamellisiert. Und in der Zwischenzeit haben wir ein bisschen Zeit, eine Soße zu machen, denn ein richtig guter Burger braucht natürlich auch eine richtig gute Soße. Und zwar machen wir heute eine Pesto-Mayo. Und dazu brauchen wir natürlich Mayo. Jetzt kommt noch ein bisschen grünes Pesto dazu. Und liebe Leute, ihr wisst es ganz genau. Die genaue Zutatenliste, die gibt es natürlich am Ende vom Video. Könnt ihr euch dann abschreiben, screenshotten, das Tablet auf den Fotokopierer legen, den Bildschirm abfotografieren. Oder der Thomas ist so nett und schreibt es in die Kommentare. Dann könnt ihr euch das copy and pasten. Vielen, vielen Dank, lieber Thomas. Zu der Mayo und zu dem Pesto gesellt sich jetzt noch ein kleiner Spritzer Ketchup. Das gibt dem Ganzen jetzt noch so eine schöne, fruchtige Note. Und dann können wir das auch schon umrühren. Gewürzt muss das Ganze jetzt nicht mehr werden, denn das Pesto und der Ketchup, da ist ja schon Salz, Pfeffer, Gewürze und all so ein Krempel ja schon drin. Deswegen brauchen wir da jetzt nichts mehr reingeben. Alles, was wir jetzt noch reingeben, wäre zu viel. Jetzt gucken wir mal nach unseren Brötchen. Die sind schön karamellisiert von der einen Seite. Und dann können wir schon mal anfangen, unseren Burger jetzt aufzubauen. Und als erstes geben wir ein bisschen was von unserer Pesto-Mayo drauf. Und die sieht richtig gut aus. Eine richtig schöne grünliche Farbe. Sieht richtig toll aus. Und natürlich brauchen wir auch ein bisschen Grünzeug. Ich habe hier Rucola. Rucola ist großartig. Könnt aber auch Feldsalat nehmen oder Blattsalat oder Eisbergsalat oder was auch immer. Jetzt schnappe ich mir so ein wunderschönes Patty und lege es oben drauf und es sieht jetzt schon schön aus, tatsächlich. Es sieht jetzt schon schön aus. Aber wir brauchen noch ein bisschen Tomate und da schneide ich mir so Streifchen runter. So zwei Stück, das langt. Wer mag, kann natürlich auch 6 drauf tun, das ist mir völlig Latte. Jeder wie er mag. Und dann habe ich hier noch ein bisschen weiße Zwiebel. Liebe Leute, ihr wisst es ganz genau. Ich fahre eigentlich auf rote Zwiebel ab, aber ich hatte noch weiße Zwiebel übrig. Und ich schmeiß sehr, sehr ungern Lebensmittel weg. Ich hasse es, wenn man Lebensmittel wegschmeißt. Deswegen muss die verwertet werden. Und
Wie gesagt, ich bin sehr, sehr allergisch dagegen, wenn man Lebensmittel irgendwie verunstaltet oder wegschmeißt. Zu guter Letzt kommt jetzt noch ein bisschen was von unserer Pesto Mayo oben drüber. Und dann können wir den Deckel drauf tun und das ist unser hervorragender Parmesan-Burger. Liebe Leute, der ist richtig großartig. Ich glaube, den wollt ihr unbedingt mal nachmachen. Und damit ihr das könnt, braucht ihr folgende Zutaten. Ihr braucht Burger Buns, Burger Patties, so viel Parmesan, wie ihr möchtet. Tomate, Rucola, bissige Gemüsezwiebel, Mayo, Pesto und Ketchup, liebe Leute. Und was soll ich jetzt noch sagen? Ich sag gar nichts mehr, denn jetzt wird probiert. Und hier habe ich dieses Prachtstück, diesen wunderbaren Parmesan-Burger mit einer Pesto-Mayo. Und ich werde mir jetzt ein kleines Stück abschneiden, denn heute habe ich gut gefrühstückt. So, schneiden wir mal runter. So, ja, großartig. Ja. So. Ja. Meine Güte, Leute. Das ist ja mal mega geil. Ich meine, diese Pesto Mayo ist geil, aber dieses Cebu-Fleisch. Boah, ist das mega geil, dieses Dry-Aged Cebu-Fleisch. Boah, ist das... Ey, Leute. Der Hammer. Der Hammer. Vielen, vielen Dank an Taste Scout. Geil. Einfach nur geil. Ich brauche mehr von diesen Cebu-Patties. Unbedingt. Leute, alle Informationen zu Taste Scout unten in der Infobox. Und ansonsten, liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, erzählt es weiter. In diesem Sinne, guten Appetit und tschüss. Bis dann. Boah, ist das mega gut. 'Cause I've been